Wer den Hintergrund hinter mir sieht, der weiß, dass ich gerade in Hannover bin. In Hannover am Hanna-Ahren-Platz. Das ist auch der Platz, wo der Niedersächsische Landtag ist. Hier wird Politik gemacht. Politik für die Menschen in unserem Land. Hier wird aber auch darüber diskutiert, wie Wohnraum geschaffen wird. Wohnraum für alle. Nicht nur bezahlbarer, geförderter Wohnraum, sondern auch Wohnraum für Menschen, die sich ihren Wohnraum selber bezahlen können oder bezahlen müssen. Wir wissen, dass wir momentan vor riesigen Herausforderungen stehen, was den Wohnbau betrifft. Der Wohnbau ist mehr oder weniger zum Stillstand gekommen aufgrund der Multikrisen, Zinssteigerungen, Baupreissteigerungen, Baukostensteigerungen, aber auch, und das ist das Schlimme daran, regierungsverantwortliche Probleme. Wir haben das Thema Gründächer, Solardächer und viele andere Themen, die uns rumtreiben, die das Bauen teuer machen. Und genau darüber habe ich mit den Abgeordneten der CDU gerade gesprochen und wir basteln an Lösungen, wie wir hier in Niedersachsen den Wohnbau wieder starten. Denn wir brauchen ihn nicht beschleunigen. Etwas, was steht, kann man nicht beschleunigen. Wir müssen den Wohnbau neu starten. Aus Sicht unseres Verbandes ist es sehr, sehr wichtig, dass wir mit der Politik kommunizieren, dass wir uns mit der Politik unterhalten und auch austauschen und gemeinsam konstruktive Lösungen finden. Und genau dafür bin ich unterwegs. Genau darüber wollen wir auch beim Hannover Forum am 9. Mai sprechen. Und jeder, der mit dem Bereich Wohnbau zu tun hat, ist herzlich eingeladen, sich zu dieser Veranstaltung anzumelden. Unter www.bfw-nb findet man den Link zum 41. Hannover Forum. Ich lade Sie ein, dort mit dabei zu sein, um mit uns und mit der Politik über Wohnbau zu sprechen, über die Zukunft hier in Niedersachsen. Denn eins ist klar, wir brauchen alle ein Dach über dem Kopf. Dafür lebe und arbeite ich.